frisch umdekoriert hier in meinem Häuschen geht es in dieser Folge weiter bei Terraria. Ich heiße euch herzlich willkommen. Wir haben hier ein paar neue Features im Haus hier, sowie den grauen Ziegelstein hier jetzt überall, den schönen neuen Kamin hier und neue NPCs wohnen hier. Da mache ich gerade mal die Fahnen an. Ich muss nur mal gucken, wie das geht gerade. Flaggen anzeigen. Hier schön die NPCs eingezogen überall. Der eine ist sogar im Klo eingezogen. Der fühlt sich wohl. Es ist sogar, glaube ich, ein Händler. Mal gucken, ob der vielleicht was am Start hat, was wir irgendwie brauchen könnten. Silberner Farbstoff, Farbbottich. Hier können wir Farbe mit herstellen, genau. Den habe ich schon gebaut, aber naja, ich halte da jetzt nicht wirklich viel von, jetzt unbedingt irgendwie unser Haus zu färben. Also muss jetzt nicht unbedingt sein. Das ist auch ziemlich kostspielig. Wir reden mal mit dieser komischen Frau. Es ist 2.33 Uhr. Ich habe gerade auf die Uhr geschaut. Ups, ich habe die Flasche kaputt gemacht. Reinigungspulver, bla 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 bla. Drecksrute, bewegt magisch Dreck. Ja, wir haben gar nicht so viel Gold, ne? Wie viel Gold haben wir denn? 2 Gold nur. Der ist gut. Der ist gut. Nee, können wir nichts mitmachen, tut mir leid. Haben wir denn die Flasche jetzt? Jo, komm, die stelle ich da wieder drauf. Die habe ich aus Versehen kaputt gemacht gerade. Ups, Mensch, ich bin ja auch ein Schlingel, du. Ich bin ja auch ein Schlingel. So. Ja, was machen wir denn in dieser Folge? Ich würde sagen, wir wandern jetzt einfach nochmal den Tunnel runter und schauen ein bisschen in der Unterwelt, was da noch so gibt. Oder ich, ja, oder nee, wir brauchen Holz. Fällt mir gerade ein. Ich schaue mal auf die Karte, inwiefern sind wir denn jetzt hier schon rechts gegangen? Wir könnten ja weiter mal, Jungs, Hilfe, ich rede schon wieder zu viel. Wir können ja mal weiter rechts gehen auf der Karte und mal so schauen, was es da so gibt. Jetzt ist die Alte da unten. Was macht die da? Ist sie bekloppt? Jetzt steht die da einfach so rum, oder was? Nee, nee, nee. So, ja, wir schauen einfach mal, wie weit es nach rechts geht. Da muss es ja auch noch irgendwie ein paar Sachen geben, die wir noch nicht entdeckt haben. Und ich weiß auch so das ein oder andere immer noch nicht, wie zum Beispiel wir einen Baum pflanzen oder so. Weil die wachsen irgendwie bei mir gar nicht. Die bleiben immer so klein. Ich glaube, wir müssen irgendwie bewässern. Nur wie genau, weiß ich halt noch nicht. So, können wir das vielleicht abbauen? Nee. Glaube nicht, ne? Nee. Ich glaube, das können wir nicht abbauen. Was ist hier los? Eisen, Eisen. Oh, was ist das denn hier? Das nehmen wir mal mit. Das sieht interessant aus. Kaktus, da haben wir auch noch nichts von. Kaktus, ja auch nicht schlecht. Und diese Bäume hier haben wir auch noch nicht. Was ist denn Schattenholz? Ja, guck mal einer an. Das sammeln wir jetzt erstmal. Das ist wieder was Neues in unserem Haus. Schattenholz. So, Gesichtsmonster hacken wir natürlich voll weg, mitten ins Gesicht. Hacken wir uns noch ein bisschen Holz hier von dem Schattenholz, von dem Guten. Das habe ich aber bis jetzt auch noch nicht gehabt. Schattenholz oder hier Kaktus. Roten Kaktus vor allem. So, das nehmen wir uns aber alles mit. Keine Angst. Hier waren wir schon mal. Hier steht eine Fackel oder mehrere. Hier bin ich mal. Ah, hier bin ich ja einfach nur durchgerusht. Genau, wegen den ganzen Monstern. Da waren wir noch nicht so hart wie jetzt. Ja, mal gucken, was wir uns aus dem Kaktus machen können. Da bin ich ja mal gespannt. So. Das geht auch relativ schnell mit unserem Blutrauschcluster hier. Der Blutrauschcluster. Stimmt ja, sonst hätten wir ja auch auf der Karte gar nicht abgebildet, dass wir so weit gegangen sind. Wären wir auch immer. Ja, was ich in dieser Höhle machen soll, weiß ich auch noch nicht, weil ich kann mich da nirgendwo durchgraben. Ob ich da einfach so runtergehen kann, bezweifle ich irgendwie. Ich bin ja in der guten Hoffnung, dass es vielleicht noch eine bessere
Spitzhacke gibt als die, die ich jetzt habe. Weil wir haben ja auch ein schönes Schwert und eine schöne Axt. Deswegen hoffe ich auf einen schönen Hammer und eine schöne Spitzhacke. Aber ich weiß es halt nicht genau. Wir können uns ja gleich mal ein bisschen tiefer reinwagen. Nur vorerst möchte ich dieses Holz mitnehmen, dieses Schattenholz. Da können wir uns bestimmt auch wieder was Neues mitbauen. Na, kommt doch her, wenn ihr was wollt. Kommt doch. Ich zauber euch weg hier. Komm. Jetzt hole ich den Zauberstab raus. Jetzt auf einmal greift ihr mich an. Ihr feigen Säcke hier. In your face, Gesichtsmonster. In your face. Blutrauschcluster. Zack. So. Krieg. Krieg im Schattenwald. Zack. Ich mach euch alle nieder. Kommt doch. Ich kill euch, während ich Holz hacke, Mann. Ich bin Multitasking, Mann. Hier. Von wegen, Männer können nicht Multitasking. Ich kann Bäume hacken und Gesichtsmonster wegknallen. Ha. So, was haltet ihr davon, Ladies? Yeah. Zack, so weiter sind wir aber noch nicht gegangen, sonst würden hier Fackeln stehen. Ich guck mal gerade auf die Karte. Jupp. Wir sind jetzt weiter als je zuvor nach Osten gegangen. Aua. So aber nicht hier. Hier ist wieder eine ganz normale Welt. Es gefällt mir. Das ist immer. Oh, was ist das? Ist das auch anderes Holz? Oh, geil, ey. Auch anderes Holz. Cool. Da können wir uns ja vielleicht neue Sachen mitbauen in unserem Häuschen. Das wäre mal was Schönes, wa? Mal Abwechslung in der Hut. Nicht immer nur Holz und Stein. Da haben wir auch mal reiches Holz. Und was ist das denn hier? Cool. Und eine Höhle. Wollen wir gleich mal reingehen? Aber nur ein bisschen. Ich will jetzt nicht schon wieder Höhlenwanderer spielen. Oh, geil, eine Truhe. Eine Flöte. Drei Abwehr. Aha. Und 5 erhöhtes Tempo. Geil. Das tausche ich erstmal. Ich kann den ja eigentlich mitnehmen. So, was habe ich jetzt? Ne, ich will das andere ausrüsten. So. So. Zack. So gefällt mir das besser. Ja, das kann jetzt einfach hier bleiben. Das brauchen wir sowieso nicht. Jetzt hoffe ich auch, dass ich das Richtige ausgerüstet habe. Ja. Immer mal schön Fackeln setzen, damit wir wissen, ich war hier. Ja, ist ja gut jetzt. Was ist das denn hier? Eine Truhe? Nee. Jetzt nehmen wir uns alles mit. Alles wird mitgenommen. So. Mal eben eine Fackel setzen. Ich weiß nämlich nicht, wo wir hier sind. Oder wie tief es hier überhaupt nach unten geht. Keine Ahnung. Ich will mich jetzt auf jeden Fall nicht hier irgendwo hingraben. Oh, da unten rechts. Oh. Da ist aber ganz schön viel rot. Aber diese roten Steine bekommen wir, meine ich, sowieso, wenn wir dieses Monster nochmal killen. Dieses Auge von Chutuluhulu. Weiß ich nicht. So. Wir gehen hier einfach mal, wer weiß, wie tief in eine Höhle rein. Was ist das denn? Habe ich noch nie gesehen. Kann ich den wegzaubern? Menschenfresser. Sehe ich auch zum ersten Mal hier in Terraria. So, die sind erstmal weg. Geschichte. Was ist denn hier mit unserem Pfeil und Bogen? So, kann ich die irgendwie wechseln? So. Yeah, Mann. Ich lass euch alle brennen. So. In der Dschungelhöhle sind wir jetzt. Was auch immer uns hier erwartet, keine Ahnung. Ich war hier noch nie. Auch nicht früher bei Steam, keine Ahnung. Also Menschenfresser sehe ich jetzt auch zum ersten Mal. Und ich habe das auch auf Steam früher nicht so intensiv gespielt wie jetzt, wenn ich ehrlich bin. Na komm, halte ich irgendwo fest. Alles klar. Oh, geil. Cool. Da können wir uns das ja auch gleich mal mitnehmen, würde ich sagen.
So. Zack. Und abgebaut das gute Zeug. Spinnennetze sind ja auch noch ein paar. Auch nicht schlecht. Alles abgebaut hier. Ja, dieses Purpurerz, ja, genau. Was leuchtet da so blau, hellblau oben rechts? Keine Ahnung. Wir gehen jetzt einfach weiter. Wir haben auch nicht mehr so viele Fackeln. Von daher hoffe ich, dass die Höhle jetzt irgendwann mal vorbei ist auch. Schluss hier jetzt. Aus. Hornisse. Ach du Scheiße, hier war ich noch nie. Bäume? Wie krass. Au. Ey. Ich glaube, es hackt. Drachenhornisse. Ja, nee, ist klar. Verrecke. Was ist das denn für ein Schleim? Wo bin ich denn jetzt hier gelandet? Eine Kiste. Geil. Au. Ey, wollen die mich fertig machen hier oder was? Kommt doch, kommt doch. Ich bin bewaffnet hier. Ich zauber euch alle weg. Jetzt hole ich hier meinen Zauberstab raus. So, eine Hornisse ist weg. Mein Gott, sind die hartnäckig. Piranhas, ey. Ich glaube, es hackt. So, alles mitgenommen. Die vergleichen wir auch gleich mal, die Stiefel. Was war denn da unten? Ach so, einfach Hintergrund. Alter, wie riesig ist der denn? Jau, die bringen mich gleich um. Ich muss mal einen Trank nehmen. Alter, das geht aber ab hier. Jau, Gift überall und was weiß ich was. Ist das Wasser vergiftet? Kann das sein, wenn ich ins Wasser gehe? Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich irgendwie durch irgendwas immer vergiftet werde. So, ich nehme mal diesen Baum hier mit, was auch immer das ist. Reiches Mahagoni. Ah, okay. Na komm. Aua, ey. Boah, diese verkackten Hornissen, wa? Die gehen mir voll auf den Sack. Au. Au. In der Dschungelhöhle, was uns hier bloß erwartet. Keine Ahnung. Ihr seht, hier sind sehr viele Hornissen am Start. Das gefällt mir überhaupt nicht. Jetzt gucke ich mal gerade hier. Wo sind wir hier überhaupt? Hier ist wieder reiches Mahagoni. Aber ich glaube, wir haben jetzt erstmal genug gesehen für diese. Von dieser Höhle, besser gesagt. Ja, ist ja gut, Mensch. Ist ja gut, Alter. Komm, die wollen mich doch alle nur umbringen. Vergiss es. Nicht mit mir. So. Kommen wir jetzt hier wieder raus? Kommen wir jetzt hier auch wieder raus? Oh je, ich wollte auch einfach nur nach rechts gehen. Wieso bin ich denn jetzt hier wieder in diese Dschungelhöhle gegangen? Ihr müsst mit mir schimpfen, meine lieben Freunde. So geht das nicht weiter hier. Ich kann nicht immer in die Höhlen gehen. Ich muss auch draußen mal ein bisschen was forschen. Meine Herren. So. Aber wir haben jetzt, glaube ich, auch wieder gut Holz mitgenommen, wenn ich das mal so sagen darf. Ich glaube, wir sind hier falsch. Oder bin ich hier richtig? Nee, ich bin hier falsch gelaufen. Ja, ich muss links hoch. Das war ja wieder klar. So, die Folge ist jetzt nicht so spannend. Aber wir müssen ja auch schließlich mal jeden Ort so ein bisschen uns mindestens anschauen. Boah, ist so viel Gold. Boah, ist das Gold? Ja, ne? Das nehmen wir uns noch mit. Gold und Smaragd. Sehr schön.
Genauso wie den Wolfram da links, der da so schimmert. Den seht ihr bestimmt auch. Den können wir uns auch mal gerade mitnehmen. Weil dann können wir uns nämlich auch irgendwann noch die Wolfram-Beinschützer bauen. Und dann sind wir sehr gut ausgerüstet und können uns ja, einfach mal in den Kerker wagen. Ich hoffe, das ist eine gute. Oh, ich dachte jetzt schon, jetzt geht's wieder 10 Kilometer weit nach unten. Aber Gott sei Dank, alles gut gelaufen. Alles gut, wir leben. Leuchtwurzel, schau mal einer an. Wir müssen unbedingt mal von dem Typen da, von dem, ich weiß gar nicht, wie er heißt, mal schauen, ob wir uns da diesen Helm kaufen können. Den Bergbauerhelm. Dann brauchen wir keine Fackeln mehr einsetzen. Dann können wir uns nämlich einfach diesen Helm aufsetzen und dann haben wir immer Licht. Das wäre ja richtig geil, oder nicht? So, jetzt muss ich auch irgendwie wieder rauskommen, ist das Problem. So. Jetzt baue ich mal einfach hier so ein. Zack. Jetzt kann mir nichts mehr passieren. So, den Menschenfresser hacken wir mal eben weg. Den Fresser, den fressen wir jetzt. Ja, gefressen, habt ihr gesehen? Zack, und Weinerbe oder so gab es dafür. Was auch immer das ist, weiß ich auch nicht. Ich möchte hier jetzt gerade nicht nachschauen. Und wir sind auch wieder über 15 Minuten, sehe ich gerade. Das bedeutet, wir müssen uns auf den Weg zurückbewegen, machen, wie auch immer. So. Einfach mal raus hier will ich. Genau. Ja, sehr schön. Okay. So, da sind wir auch schon wieder draußen. Ja, und nach 15 Minuten Höhlenwanderung mal wieder irgendwie. Schauen wir trotzdem jetzt nochmal, was hier sich hinter diesem Berg befindet. Na, jetzt komm da hoch. So, dann machen wir uns mal hier so ein. Jau, jetzt belästige mich doch nicht so. Ich habe dir nichts getan, ja? Einfach mal so ein Ding hin, damit wir hier hochkommen. So, den nehmen wir auch noch gleich mit. Reiches Mahagoni. Mal schauen, ob wir uns da nicht irgendwie neue Möbel mitbauen können und vielleicht neue NPCs einziehen. Das wäre auch mal was Schönes, ne? Wie gesagt, wir finden immer wieder was Neues. In jeder Folge gibt es was Neues. Egal was. Jetzt nicht immer. Wir trollen auch manchmal ein bisschen viel. Aber wir haben auch coole Projekte, wie zum Beispiel den langen Tunnel, der fast bis in die Unterwelt geht. Oder bis zur Grenze der Unterwelt. Sozusagen. Das nehme ich jetzt auch noch mit. Holz ist gut. Viel Holz. Mahagoniholz, Schattenholz, normales Holz. Hier der große Baum ist auch noch da, da ist auch noch genug Holz. Also es gibt viel Holz. So. Den nehmen wir auch noch mit. Und dann kommt da wieder nur Wasser, oder was? Ich weiß auch gar nicht, wie weit wir jetzt schon wieder von zu Hause weg sind. So. Den nehmen wir auch noch eben mit. Den nehmen wir mit. Oh, was ist das denn hier? Kupfererz. Sah aber ein bisschen anders aus wie Kupfererz. So, Holz haben wir jetzt erstmal genug. Ich möchte nur noch mal ein bisschen die Gegend sehen. Ah, hier scheint echt Dschungel zu sein, nur. Dschungel, Dschungel, Dschungel. Jungele, Jungele, Jungele. Spinnennetze. Okay. Was ist hier unten? Oh, eine Kiste, die nehme ich noch mit. Die nehme ich gerne noch mit. So. Ist hier auch noch irgendwas? Nee, hier ist nix. Okay. Ein Stückchen weiter gehen wir noch. So, holen wir mal den Blutrauschcluster hier raus. Und hacken die Popels mal weg. So. Hier muss ja irgendwann mal Ende sein jetzt. Alter, geht immer noch weiter hier. So, und hier ist. Was ist hier?
das hier nicht irgendwann mal Ende? So, ich glaube, wir sind auch schon viel zu weit jetzt schon wieder gegangen und haben schon wieder viel zu viel Zeit verschwendet. Aber wir wollen ja die Karte erkunden. Ist das hier schon wieder neues Holz oder ganz normales? Das hacken wir mal eben ab. Boah, wie viel Holz! Krass! Die Wurfmesser tun wir einfach mal weg. Habt ihr das gesehen, wie viel Holz? Und hier ist noch so ein dicker Baum. Korrekt, cool. Und Wüste. Ja, geil. Na komm, den hacken wir mal eben weg. Und ich möchte nochmal ein bisschen von dem normalen Kaktus mitnehmen, ein bisschen Sand mitnehmen, weil dann können wir uns auch endlich mal Glas erstellen. Und in der nächsten Folge gucken wir mal, was wir machen. Ob wir den Kerker mal besuchen oder ob wir auf den Baum mal klettern hier oder... Ich weiß es auch noch nicht genau. Wir haben echt viel zu tun. Es ist ja nicht so, dass mir die Ideen ausgehen, nur ich weiß im Moment gar nicht, wo ich anfangen soll eigentlich. Von daher lasst euch einfach mal überraschen. Ich lasse mir was einfallen. Und wenn wir dabei draufgehen, halb so wild, wir spielen ja noch auf normal. Das heißt, das Allerschlimmste, was passieren kann, ist, dass wir wieder von vorne dahin laufen müssten. Aber ich denke, wir werden von Anfang an dann sehen, ob wir eine Chance haben oder nicht in dem Kerker da. So, ich wandere. Okay, ist das jetzt Schluss hier? Alles klar, ich glaube, das ist hier jetzt wirklich die komplette Karte. Boah, das heißt, wir haben noch einiges zu erforschen und ich hoffe, ihr seid mit dabei. Ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn ihr in der nächsten Folge wieder einschalten würdet. Wir gehen jetzt erstmal zurück zum Häuschen und ich schaue mal, was wir da so bauen können. Richte unser Häuschen nochmal so ein bisschen ein. Starte die Folge dann zum nächsten Let's Play hin und ja, lasst euch dann mal überraschen, was wir dann machen, was wir erkunden oder ja, gucken, ob ich bis dahin irgendwie was Neues rausgefunden habe in Sachen Endgegner oder irgendwie diesen Dämonenaltar Sachen. Ich schaue einfach mal nach. Ich weiß nämlich selber noch nicht so viel von Terraria und ja, möchte mein Wissen ein wenig ja, erweitern, den Horizont erweitern. So, das Bild passt da ja zu, den Horizont erweitern. ja, aber egal, genug gelabert. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal bei Terraria und lasst euch, wie gesagt, überraschen, wie es weitergeht. Ich bin selbst überrascht und ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal.